So, wir wollten ganz kurz in die Stadt fahren und wollten eigentlich nur schnell mal was besorgen. Aber hier ist überall kein Durchkommen mehr. Wir sind gerade mal 5 Kilometer von zu Hause weg oder 6 Kilometer. Und ja, also Chiang Mai ist völlig dicht. Ein einziges Verkehrschaos bis zum geht nicht mehr, weil dieser Ping-Fluss ist über die Ufer getreten, aber nicht nur ein bisschen, sondern richtig massiv. Und die ganze Stadt, Innenstadt und auch außerhalb von der Stadtteile stehen völlig unter Wasser. Und nicht nur ein bisschen, sondern also bis zum Meter hoch oder 1,50 Meter hoch. Und wir wollten jetzt eigentlich wieder zurückfahren nach Hause, aber es führt keinen Weg mehr zurück, weil alle Straßen dahin völlig unter Wasser stehen und mittlerweile so hoch, dass wir kaum eine Chance haben, da irgendwo jetzt noch lang zu kommen. Ja, wir versuchen es. Mal sehen, ob es funktioniert, aber ihr könnt natürlich dabei sein, das wird heute ein richtiges Abenteuer. So, jetzt stehen wir schon 2,5 Stunden im Prinzip mehr oder weniger im Dauerstau. Hier bewegt sich auch nichts, aber wir müssen halt vorne auf die Hauptstraße wieder zurück. Wir haben auch die Nebenstraßen versucht jetzt hier zu umfahren, dass wir da vielleicht schnell durchkommen irgendwo. Aber alle Straßen sind völlig unter Wasser, kann man überhaupt nicht mehr langfahren. Ja, und hier kann man das mal sehen auf unserem Navi. Ne? Hier sind wir jetzt, hier bis hier oben hin. Alles ist rot, das heißt Autos ohne Ende, die auch hier lang wollen. Aber ja, ob das funktioniert, weiß ich nicht. Ne? Guck mal, hier weiter, weiter. So, und hier ist eine Brücke, aber die Straße hier vor der Brücke ist so tief, dass die über einen Meter unter Wasser steht. Und da versuchen wir jetzt trotzdem durchzukommen. Mal gucken, ob das funktioniert oder ob wir komplett absaufen. So, jetzt geht es wieder ein Stückchen weiter. Aber auch nur so 2, 3 Autolängen und dann zack, stehen wir schon wieder. Sehr schön, wunderbar hier heute. So, da vorne ist die Hauptstraße. Wir haben sie jetzt nach ungefähr 30 Minuten für 1,2 Kilometer erreicht. Und ja, jetzt werden wir mal sehen, wenn wir dann links abgebogen sind, dann fängt das Wasser an, sage ich jetzt mal. Und dann werden wir mal gucken, ob wir da durchkommen oder ob es zu tief ist. Ich bin gespannt. So, wir gehen jetzt mal ein paar Meter zu Fuß und wollen mal gucken, dass wir die Drohne starten können, um mal das Ausmaß von dem Wasser hier von oben zu sehen. Und die Leute bringen ja ab und gut beiseite. Alles wird nach oben gestapelt hier. Hier kann man deutlich sehen, wieder ein Haufen Wasser hier. Ja, hier überall das gleiche Bild. Also Wasser, Wasser, Wasser. Ja. Also es steht wirklich alles unter Wasser. Und das stinkt ja auch wie sonst was. Ich denke, ja, da kommt natürlich jetzt die ganze Kanalisation, die ganze Kacke und das kommt alles mit hoch jetzt. Also stinkt wirklich wahnsinnig hier. Ja, und hier sieht man auch mal, jetzt mit dem ganzen Wasser, werden natürlich auch der ganze Plastikmüll hier, die ganzen Flaschen und das, was hier ewig überall in die Gegend geschmissen wird, spült sich hier jetzt gleich mit an. Ja. Kann man sehen, ne? Überall schwimmt jetzt der Plastikmüll hier rum, ja. Ah, ja. Ja. So, da hinten, das ist ein kleiner Tempel hier. Ja. So, auch unter Wasser. So, jetzt haben wir mal die Drohne steigen lassen und hier sieht man mal wirklich das ganze Ausmaß. Das ist also großflächig, ist hier alles unter Wasser. Hier ganz rechts war eben noch eine Straße, da fahren Autos durch. Ja, das ist auch völlig unterspült, die ganze Sache. Und hier geht es weiter, ja, die ganzen Wohngebiete. Also man sieht deutlich diese braune, stinkende Suppe von Wasser, die überall zwischen den Häusern und auf den Straßen mittlerweile vorhanden ist. Und ja, das macht eben sehr schwierig, da überhaupt noch weiterzukommen. Hier auf der anderen Seite, stadtauswärts, da ist es noch nicht so. Da sieht alles noch relativ normal oder in Ordnung aus, also nichts von irgendwelchen Wasserschäden. So, aber dann gleich hier weiter links geht es wieder weiter mit dieser braunen Suppe. Und im Hintergrund sieht man natürlich die ganze Stadt Chiang Mai. Also man sieht, ne, das ist also von innen nach außen von der Stadt alles überflutet. Ja, das kommt eben von diesem Ping River. Ne? Der fließt ja komplett einmal durch die Stadt durch. Und wenn der über die Ufer tritt, dann ist natürlich sofort Feierabend.
dann steigt das Wasser ruckzuck an. Aber man muss auch sagen, in diesem Jahr sogar wirklich extrem viel, was hier an Wasser eben an oder Wassermassen hier eben von den Bergen auch runterkommt, was hier jetzt den Ping River hinunterfließt. Ne? So, hier sieht man auch nochmal die Straße. Auch ja, hier an der Stelle etwas überflutet. Aber da haben wir ja gleich noch auch einen ziemlich guten Marsch vor uns, um da durch die Engstelle zu kommen, dass wir wieder nach Hause kommen. Da wird das Wasser schon noch ein bisschen höher sein. Aber das gucken wir uns jetzt gleich nochmal an. Wer übrigens Lust hat, etwas zu spenden für die Leute hier, ich blende euch hier unten gleich mal unseren Spendenlink von PayPal hier ein. Der kann das natürlich gerne tun. Ich sorge dafür, dass das ja nicht das Geld weitergeleitet wird, aber ich würde dann Güter davon kaufen, Sachen, was die Leute benötigen und das dann eben weitergeben, entweder an die Hilfsorganisation oder an Leute direkt. Also wir werden das auf jeden Fall machen, jetzt in den nächsten 2 Tagen und werden versuchen, den Leuten hier, die wirklich betroffen sind, auch gerade vielleicht die ärmeren Leute mit Kindern, da wirklich zu helfen mit irgendwelchen Gütern und Sachen, die sie dringend benötigen. Ja, ihr habt die Drohnenbilder gerade gesehen, also großflächig alles überflutet. Naja, mal gucken, wie es die nächsten Tage hier weitergeht. Sieht jedenfalls nicht gut aus. So, jetzt sind wir schon fast auf der Zielgeraden sozusagen, aber da hinten, wo die ganz vielen Autos stehen, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, da fängt das Wasser an, wo es über die Ufer getreten ist, also die ganze, vor der Brücke, die ganze Straße steht unter Wasser. Ja, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir da durchkommen oder ob es vielleicht doch noch einen anderen Weg gibt, weil so viele Autos hier langfahren. Ja, wir lassen uns überraschen gleich. Oh, der Krankenwagen fährt auch schon hier, wie man sieht. So, hier sieht man es, hier fängt das Wasser schon an, ne, und hat jetzt hier die ganze Straße auch unterspült. Wir fahren jetzt ein Stückchen über die Brücke, aber mal gucken, ob das was bringt. Und dann müssen wir da gleich durch wirklich das tiefe Wasser fahren. Mal gucken, ob wir das schaffen. Aber sieht schon mal nicht gut aus hier, ne? Wenn das hier schon anfängt und wir haben noch ungefähr, ja, 1 Kilometer. So, hier sieht man es auch. Wunderbar, alles schön unter Wasser. Aber was hier auch auffällt, ist, dass das Wasser sehr schnell fließt, ne? Ich hoffe, man kann das auf dem Video erkennen. Also es fließt richtig, also steht nicht, sondern es fließt wirklich, ne? Und das nicht langsam. So, es war jetzt gerade jemand von der Straßenwacht hier draußen. Der hat gesagt, also mit großen Autos kann man das. Wir haben Gott sei Dank heute hier einen Pickup und wir werden das jetzt versuchen, da durchzufahren. Der von der Straßenwacht hat eben gesagt, das geht. So, ja, lassen wir uns gleich überraschen. So, hier haben sie schon ein Schild aufgestellt, dass der Fluss Ping hier über die Ufer getreten ist. Ja, aber wir kämpfen uns mal durch. Mal schauen, was jetzt passiert hier. Also ihr seht schon, ein Riesenchaos ist hier. Ein Riesenchaos. Es wird auch entgegengesetzt der Fahrbahn wieder zurückgefahren mit verschiedenen Autos. Unglaublich. So, hier kann man das schon wieder sehen. Alles steht unter Wasser. Also es ist unglaublich dieses Jahr. Oh, hier Staus ohne Ende. Es ist eine absolute Katastrophe. So, hier Krankenwagen will auch sein Glück versuchen. Mal gucken, ob die nicht absaufen. So, hier kommen schon ein paar Motorräder zurück, die ihr Glück versucht haben, durch das Wasser durchzukommen. Die fahren jetzt entgegengesetzt der Fahrspur, kommen wieder zurück. So, jetzt sind wir ziemlich weit oben. Hier sieht man den Ping River, wie hoch das Wasser steht. Also dieser Fluss überflutet zurzeit echt alles hier in Chiang Mai. Guck mal, man sieht überhaupt keine Konturen mehr, alles ist unter Wasser. So, hier unten sieht man den Ping River. Wie hoch das Wasser steht, also man sieht das Ufer überhaupt nicht mehr. Also er ist komplett übergetreten. Da, wo die, ja, wo die Strommasten stehen, das ist normalerweise die Straße. Also ist alles komplett überflutet. Also hier ist kein Durchfahren mehr möglich, ne? Das kann man jetzt ganz deutlich sehen hier. So, hier kommen schon einige Mopedfahrer wieder zurück, die ihr Glück versucht haben und ja, die Straße passieren wollten, aber das Wasser ist zu tief. Das schafft so ein kleines Moped hier natürlich nicht. Da saufen die komplett ab und dann war es das mit dem Moped hier, ne? So, hier kann man nochmal das sehen. Das da unten ist eigentlich die Straße. Aber ihr seht, von der Straße sieht man nichts mehr. Ist also komplett überflutet. Man sieht nur noch die paar Strommasten.
Aber das war's dann auch schon, ne? Der Rest ist nur noch Wasser jetzt. So, hier kommt jetzt gerade schon die Polizei vorbei. Ich hoffe, dass die hier mal vielleicht den Verkehr ein bisschen regeln, weil hier ist absolutes Chaos gerade angesagt. Also, ja, die haben hier schon ein oder zwei extra Spuren haben sie aufgemacht hier, um so schnell wie möglich voranzukommen, was natürlich nichts bringt, ne? Das ist ganz klar. Ne? Aber jetzt, ja, wir werden mal sehen, was jetzt passiert. Oh, aha. So, hier haben wir jetzt drei Leute auf so einem kleinen Moped, die wollen da durchfahren. Da bin wir ja gleich mal gespannt. Aha, steigen schon ab. Was macht sie jetzt? Da haben sie nochmal überlegt, dreht wohl um, so wie es aussieht. Das hat wohl keinen Wert. Nee. Oh, okay. So, alle wieder drauf aufs Moped, oder? Nee, doch nicht. Was machten die jetzt hier? So, hier ein bisschen weiter, genau das gleiche Bild. Also großflächig, überall Wasser aus dem Fluss. Man sieht keine Straßen mehr, keine Wiesen mehr, nichts. Es ist nur noch eine einzige Wasserfläche hier. Hier auch wieder, ganzen Mopeds kommen zurück, keine Chance, um da durchzufahren. So, da vorne sieht man schon das Wasser, was die Straße überflutet hat. Also wir sind gleich da. Vor uns immer noch die Polizei, die wollen auch ihr Glück versuchen. Ja, schauen wir mal, was jetzt passiert. So, jetzt sind eben gerade noch vier Leute auf den Pickup von der Polizei gestiegen, weil die natürlich über das Wasser rüber wollen und natürlich auch nicht nass werden wollen. Die haben ihr Auto hier an der Seite links geparkt. Und wollen dann weiter. Wie die daher weiterkommen, weiß ich auch nicht. Aber ist schon echt lustig hier. So, wir haben die Stelle, die Einfahrtsstelle fürs Wasser erreicht. Jetzt wird's bunt und lustig. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Noch geht es. Wir werden mal sehen, wie tief es runtergeht hier gleich. Ja, wenn es so bleibt, ist alles schick. Ich hoffe, dass es nicht noch wesentlich tiefer wird. Gucken wir mal. Oh, da vorne. Oh. Jetzt wird es richtig brutal tief. Oh, guck mal hier. Der Krankenwagen, der säuft fast ab. Oh, bis jetzt ist noch alles schick. Nur die Reifen sind im Wasser. Aber es ist schon böse tief, muss man mal ganz klar sagen. Also bis zur Unterkante von der Tür. Was he? What he want? Hier? Ah, okay. So, jetzt hat gerade jemand gesagt, weiter hier rüberfahren. Das machen wir jetzt. Hier viele Leute hier. Wollen sehen, welches Auto hier absäuft. So, jetzt kurz nach der überfluteten Stelle hier vor der Brücke. Wir haben es geschafft. Und wie ihr seht, ist alles frei wieder hier. Die ganze Straße ist frei und trocken. Ein Glück. Da sind wir jetzt natürlich echt froh, dass wir das jetzt alles hier hinter uns haben, weil das ist eine absolute Katastrophe. Ich denke mal, die nächsten ein, zwei Tage bleiben wir wohl besser zu Hause. Aber hier überall trotzdem noch die Polizei. Ja, machen Checks oder ob jemand Hilfe braucht hier. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Lasst natürlich auch ein Like und ein Abo da, das würde mich sehr freuen. Und schreibt mal in die Kommentare, wie ihr hier die ganze Situation seht oder vielleicht seid ihr auch selber davon betroffen. Das würde mich mal kurz interessieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye bye, ciao, ciao.